Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Wir sind noch bei der Corona Fitfit Challenge, allerdings jetzt schon in der zweiten Woche. Und ich kann jetzt schon sagen, es läuft sehr, sehr gut. Ja, aber die genauen Ergebnisse gibt es nachdem die komplette Woche rum ist. Also heute bereiten wir ein leckeres Gericht zu. Das ist allerdings etwas aufwendiger, auch wieder mit viel Gemüse. Das ist eine Moussaka, und zwar eine vegetarische Moussaka. Ich zeige euch erstmal, was da reinkommt. Also es kommt eine ganze große Aubergine rein, eine Zucchini, vier kleine Kartoffeln, zwei kleine Möhren, dann etwas Sojahack. Was ist das hier? Ich hoffe, dass man das sehen kann. Und als Topping haben wir dann diesen Gratin-Käse Light. Und dann haben wir noch Tomatenmark. Das werde ich dann für die Soße nehmen. Zusammen mit ein paar Gewürzen. Und Salz brauchen wir auch. Das Gericht ist etwas aufwendiger. Deswegen, also wenn ihr was Schnelles haben wollt, schaut euch die Gerichte von der letzten Woche an. Zum Beispiel diese super schnelle Gemüsepfanne. Oder auch die magische Kohlsuppe. Ja, so, ich werde jetzt die Kamera ein bisschen nach unten drehen, damit ihr den Arbeitsfeld seht, dass ihr seht, wie ich das zubereite. So, ich werde jetzt das ganze Gemüse schneiden. Und zwar fange ich mit den Kartoffeln an. Ich schneide die in ganz dünne Scheiben. Möglichst wirklich ganz dünn. So. Die Möhren schneide ich in kleine Würfel. Oder Halbmonde. Mal gucken, was es wird. Traditionell kommen da keine Möhren rein, aber ich liebe Möhren deswegen. So, Zucchini in Scheiben. Aubergine auch in Scheiben. So, und die Aubergine muss gesalzen werden. Die muss jetzt 30 Minuten stehen, dass sie, so 15 bis 20 Minuten reichen auch, dass das Wasser da rausgezogen wird. Danach zupfen wir sie mit Küchenpapier drum. In der Zwischenzeit werde ich die Sojaflakes kochen. So, das Wasser hier ist schon heiß. Ich habe da auch ein bisschen Salz reingemacht. Man könnte auch Gemüsebrühe nehmen. 15 Minuten ziehen lassen. Die gute Bio-Gemüsebrühe gehe ich da noch mit rein. Ein Teelöffel. Ich bereite jetzt fix noch die Soße zu. Also ich tue das einfach hier rein. Und ich werde einfach, wenn der Soja fertig ist, werde ich einfach ein bisschen was von dem Wasser, ist ja auch mit Gemüsebrühe, werde ich da mit reinpacken. So. Und ich tue noch ein paar Kräuter rein. Ich habe jetzt nichts Besonderes. Ich habe Kräuter der Provence, davon tue ich was rein. Ein Teelöffel. So nach Gefühl. Kräuter der Provence riecht gut, ist aber sehr intensiv. Und ein Teelöffel Thymian. Okay, ich stelle mir zur Seite. So, im Rezept sind noch 5 Teelöffel Öl. Und zwar, weil ich noch die Zucchinis anbraten möchte, zumindest einen Teil. Das ist, muss man nicht machen, ist optional. Aber ich mache das jetzt mal. Anstatt das Öl in die Pfanne zu tun, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen. So, ich werde jetzt die Aubergine trocken tupfen.
Man sieht, die haben ganz schön viel Wasser gelassen. Dadurch entzieht man denen auch ein paar Bitterstoffe. Jetzt werden wir das alles zusammenfügen. Und dann fangen wir an zu stapeln. Das Ganze kommt jetzt in den Backofen für 45 Minuten. Das ist also mindestens 45 Minuten, vielleicht auch mehr. Ich tue da auch einen Deckel drauf. Und am Ende sehen wir uns mit dem fertigen Gericht und dann lese ich euch auch die Zutaten nochmal vor mit den Kalorienangaben. So, das Essen ist fertig und ich habe es aus dem Backofen schon rausgeholt. Ist ein bisschen heiß. So. Das Gemüse hat auch noch ein bisschen Wasser gelassen. Also ich habe das 45 Minuten mit diesem Deckel im Backofen gebacken, kann man sagen, glaube ich. Und dann nochmal 5 Minuten ohne Deckel und das ist dabei rausgekommen. So, ich bin ganz gespannt, wie es schmeckt. Ich habe eine kleine Kartoffel, habe ich hier schon rausgeholt und mal reingebissen. Die ist durch. Ja, also bei meinem Backofen ist die durch. Wir müssen mal gucken, wie es bei euch ist. Aber 45 Minuten Minimum. Man könnte auch 60 machen. Und jetzt, wie versprochen, die Zutaten. Die genauen Angaben zu den Zutaten. Mit den Kalorienangaben. Das ist ja wichtig jetzt in der Challenge-Phase. So. Da drin ist 100 Gramm Karotten. 5 ml Sonnenblumenöl. Habe ich ja für die Zucchinis genommen zum Anbraten. 125 Gramm Tomatenmark für die Soße, 440 Gramm Aubergine, dann 475 Gramm Zucchini, 240 Gramm Kartoffeln, 55 Gramm Sojaschnitzel, 5 bis 10 Gramm Gemüsebrühe, bisschen Salz und als Topping haben wir Gratin-Käse. Und das Ganze hat damit stolze 932 Kalorien. Im Vergleich zu den Rezepten aus der letzten Woche ist das etwas mehr. Aber es gibt Käse, es gibt die Sojaschnitzel, es gibt die Kartoffeln und man kann das auf 3 Mahlzeiten aufteilen. So hatte ich das auch geplant. Und dann ist man bei 310 Kalorien. Und wenn man halt noch was dazu essen möchte, ich habe hier zum Beispiel solche fertigen Knödel schon, die habe ich einfach nur im Wasser gekocht. Es kann sein, dass ich davon eine dazu esse. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Also eine so eine Knödel hat, glaube ich, um die 140 Kalorien. Dann ist man bei 450. Ja, dann ist man bei 450. Wenn man Sport macht, ist das durchaus total okay. Ich möchte jetzt nicht vorhergreifen, aber ich bin jetzt in der zweiten Woche. Und bin super, super happy. Also viel Spaß beim Nachkochen und beim Essen und beim Abnehmen. Und wir sehen uns dann mit den Ergebnissen. Bis dann. Tschüss.